Hallo und willkommen zu Konrad Seidels Bier der Woche. Diese Woche haben wir ein Bier von der Distelhäuser Brauerei, die ist da in Tauberbischofsheim und man würde dort erwarten, dass es dort halt die typischen bayerischen Biere gibt. Die gibt es dort, keine Frage, aber es gibt dort auch einen ganz tollen Braumeister, den Roland André, und der hat auch eine Liebe zu Bieren jenseits des Atlantiks entwickelt. Ich habe ihn mehrfach in den USA auch getroffen und da hat er ein Classic Porter Rezept mitgebracht und ich kann es jetzt zum ersten Mal verkosten. Er hat es mir zum Kosten geschickt. Also dann schauen wir mal, wie das da hier ins Glas kommt. Wir sehen also ein kräftiges Dunkelbraun. Auch der Schaum hat diese Farbe. Ist natürlich ein unfiltriertes Bier, dementsprechend auch trüb. Ach, wunderschön zum Anschauen. Und zum dran riechen. Da kriegst alles, was man sich mit Schokokuchen, Kaffee dazu vorstellen kann. Allein das Riechen an dem Bier ist schon ein großes Vergnügen. Wenn man dann kostet, merkt man, das ist ein schönes, vollmundiges Bier, das trotzdem noch diese leicht erfrischende Note hat, die man sich bei einem Porterbier erwartet. Also man kriegt den Charakter von Röstmalzen, da ist viel Münchner Malz drin, da ist ein schöner, kräftiger Körper. Ich habe schon gesagt, erinnert mich in der Nase ein bisschen an Kaffee und Kuchen, aber im Geschmack, wenn ich da jetzt denke, das wären so Chocolate-Chip-Cookies oder Brownies, also ein wirklich sehr schön schokoladiger Eindruck. Und trotzdem drunter diese leichte Säure, dass das jetzt nicht ins ganz Süße hineinkippt. Vollmundiges Bier, ein Bier, das unglaublich viel Potenzial hat, wenn man es als Genussbier trinkt. Das ist keines, wo ich sage, da sitze ich jetzt im Biergarten und trinke einige davon. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich an einer Bar stehe, dass ich mir da ein zweites oder drittes bestelle und vielleicht dazu eben wirklich Chocolate Chip Cookies knabbere und philosophiere über den Bierstil Porter. Ein Bierstil, der aus dem 18. Jahrhundert stammt, auch in Deutschland eine Zeit lang sehr, sehr populär war, durch den Ersten Weltkrieg fast abgekommen ist und jetzt wiederkommt. Aber German-Style Porter ist ein bisschen anders als das. Hier sind wir sehr, sehr, sehr bei einer amerikanischen Interpretation. Und spannend ist, diese Vollmundigkeit wird erreicht bei einem durchaus milden Alkoholgehalt von 5,5%. Also da könnte man tatsächlich mehr trinken. Ich tue das und freue mich, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind, wenn ich das nächste Konrad Seidels Bier der Woche mit Ihnen verkoste. Herzliches Prost! Kein Mensch gibt mir diese Chocolate Chip Cookies daher.